Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und wir haben jetzt im Laufe der vergangenen Nacht so fast die Umrandung, den Spider-Zombie-Schutz um unseren Shop hier rum errichtet. Die Nacht geht noch eine halbe Stunde und dann können wir endlich mal versuchen, den ganzen Tag lang was halbwegs Effektives zu machen. Natürlich die Gebäude durchsuchen, aber wir müssen auch dringend kleine Steine besorgen, Thomas. Also von diesen Findlingen, so wie welche finden, die müssen wir auf jeden Fall ordentlich zerkloppen. Das wäre wichtig. Hm. Ich weiß nicht genau, ob das Geklatsche, was ich jetzt hier schon wieder höre, ob das aus dem Inneren unseres Gebäudes kommt oder wie hast du irgendwo das gemacht? Von draußen. Ah, ich guck an. Hast du das hingekriegt? Ich war ganz, ganz vorsichtig. Ja, ja, ja. Im Hocken geht das. Ja, 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 ja. Ich habe es auch im Hocken gemacht. Ich dachte, das war daran zu sehen, dass ich gehockt habe. Weißt du was? Ich probiere das jetzt als nächstes. Mal da auf den Schornstein zu springen. Oder meinst du, ich breche mir die Beine? Ich würde zumindest. Ich kann mal vorsorglich einen Splint herstellen, wenn du es wünschst. Also. Soll ich das mal machen? Komm, ich stelle mal vorsichtshalber einen Splint her. Oder Woodframes hattest du nicht mehr jetzt, ne? Haben wir. Ein einziges habe ich noch. Gib mir das mal bitte. Möchtest du das haben? Hier. So. Bitteschön. Da liegt's. Und ich stelle dir jetzt einen so einen scheiß Splint her. So. Den droppe ich dir jetzt hier auch gleich irgendwo hin. Und dann machen wir hier mal. Oh. Du bist so ein Vollidiot. Du bist wirklich der. Das ist nicht zu fassen. Aber Self-Fulfilling Prophecy, wenn du sagst, du fällst da runter, dann fällst du natürlich auch runter. Ich bin ja noch nicht mal gesprungen. Nö, du hast dich einfach nur zu dusselig angestellt. Und wo bist du jetzt genau da? So, den. Kriegst du die Zombine? So, dann. Oh, ich verblute. Oh nein. Warte mal, das ist der Splint. Hast du eine Bandage? Nein, leider nicht. Dann kommt als nächstes die Bandage. Bandage liegt hier. Wo? Irgendwo. Wo? Keine Ahnung, irgendwo habe ich die hingelegt. Drück mal eh, der saugt das so ein. Jetzt hast du sie. Ja. Ah. Ja. Es muss sich um Sekunden gehandelt haben. Naja, ich hatte schon das Kontextmenü hatte ich schon auf der Bandage. Wie ungünstig. So, also, Thomas hat's gerissen und du spawnst jetzt wahrscheinlich auch irgendwo, nehme ich an. Naja, gucken wir mal. Muss sich ja lohnen, aber du kannst ja auf jeden Fall über TrackFriend kannst du ja auf jeden Fall vorgehen. So, ich crafte mir jetzt hier einen Schlafsack und den droppe ich jetzt da oben auf unserem Dach. Ist auf jeden Fall ein Weg. Also nochmal ganz kurz hoch, Schlafsack droppen und dann kann ich mich mal daran machen, hier ein bisschen zu gucken, was es hier so gibt. Da möchte ich gern schlafen. So. Nun denn. Aber es war knapp. Und wenigstens ist dir im Gegensatz zu mir aufgefallen, dass du blutest. Ich starb ja immer, weil ich das nicht mitkriege. Ja, aber durch die Höhe war es schon einfach sehr kritisch. Na, du hast wahrscheinlich schon eine ganze Menge Blut verloren beim Runterfallen, ja. Naja, nicht direkt beim Runterfallen, aber danach. Hm. So. Was ich jetzt mal bräuchte. Jetzt habe ich hier noch zwei Steine gefunden. Können wir auf jeden Fall noch ein paar Pfeile herstellen. Ich hoffe, damit komme ich einen Moment. Und dann wird gelootet, würde ich sagen. Hier ist auf jeden Fall ein Kühlschrank. Das Schöne ist natürlich irgendwie, weißt du, wenn du dich wirklich so durch die Gegend bewegst und hier alles irgendwie so ein bisschen lootest, was da ist, dann hast du so, glaube ich, mit bestimmten Sachen wie Wasser und so irgendwie keine größeren Probleme, weil sowas findet man eigentlich immer ganz gut. Und leere Gläser und so. Ja, ich bin schon wieder einen Haufen leere Gläser. Und ich habe auch einen Topf gefunden. Ich habe sogar zwei Töpfe gefunden. Also wenn du unterwegs vielleicht noch den einen oder anderen Findling erledigen könntest, um den Steinvorrat, genau. Weil das ist natürlich jetzt hier drin nicht ganz so doll verfügbar hier in der Stadt. Mal hier auch ein bisschen dreckiges Wasser mitnehmen. So, weil das hier eigentlich, habe ich irgendwas, um das zu reparieren? Brauche ich ja Steine für, habe ich aber nicht mehr, ja genau. Und ich nehme an, hier unten, ich bin jetzt gerade in so einem Keller und in diesen Kellern ist dann eigentlich als Interessantes immer nur so ein Waffensafe, den wir wahrscheinlich eh erstmal 100 Jahre nicht aufkriegen. Mini brauche ich alles nicht. Können wir irgendwie theoretisch gleich scrappen. Den Stoff fetzen.
Wo kriegt man eigentlich Stone her? Also nicht Small Stone, Stone, sondern Stone. Na, auch aus, wenn du so in so Minen reingehst. Okay. Was bräuchten wir für die Forge? Nee, da brauchst du Small Stone für die Forge, oder? Also soweit wie ich das gesehen habe, braucht man da also beides. Echt? Also ich glaube, ich kann die noch nicht bauen, deswegen kann ich das nicht richtig, doch, nee, Forge. Ah ja, nee, da brauchst du tatsächlich, das ist neu. Und du brauchst Clay und du brauchst Bellows und ich habe keine Ahnung, was Bellows sind. Da habe ich jetzt auch gar nicht drauf geachtet. Ach du Scheiße. Ja, ein Bellow ist, glaube ich, ein Blasebalg und den macht man aus, aus 12-mal Animal Hide. Und Holz. Und die ganze gesamte Animal Hide, die wir hatten, habe ich jüngst in Leder umgearbeitet. Ja, Dito. Ja, na, also damit habe ich nicht gerechnet. Wie viel Bellow braucht man einmal? Nee. Einmal Bellows, aber dafür brauchst du 12-mal Dingenskirchen. Animal Hide. Also 12 Tiere erledigen. Richtig. Richtig, richtig. Und das hat sich ja dann doch durchaus als schwieriger herausgestellt, als man es vielleicht wollte. Na gut. Das könnte uns eventuell einen Strich durch die Rechnung machen, was das zügige Herstellen einer Forge angeht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ah, Schießpulver. Auf jeden Fall was, was man brauchen kann. Ich gehe hinten wieder raus. Alles zugesperrt. Das ist unser Shop da drüben. Dann gehe ich erstmal hier lang weiter. Das Problem ist, ich gehe wieder so ein bisschen unsystematisch vor, was wahrscheinlich dazu führt. Dann gehe ich doch erstmal, glaube ich, der Übersichtlichkeit halber außen lang. Wir nehmen erstmal nur die Häuser außen. Oh, mitten durch die Stadt läuft ein Bär. Der mich aber hoffentlich nicht mitkriegt. So, ich gehe hier auch hinten rein. Ja, hinten sind die Häuser meist nicht so verrammelt, ey. Die Fronttüren, die sind meistens total verrammelt mit Zeug. Bisschen Dosenessen habe ich jetzt hier noch gefunden. Ist auch schon mal was. Ja, also verhungern werden wir zumindest über nicht sofort, wo ich gerade merke, ich sollte auch dringend mal was davon zu mir nehmen. Gott, das bringt ja auch alles überhaupt nichts. Hundefutter. Wäre auch nicht sonderlich effektiv. Und jetzt noch ein bisschen den Tee. Ja, reicht erstmal. So, den hatte ich schon. Hier ist nichts drin. Also sollte es dir tatsächlich gelingen, unterwegs das ein oder andere Tier zu töten, das wäre wahrscheinlich auch das Fleisch deswegen. Bauen wieder. Ja. Ich habe jetzt deinen Rucksack nicht angerührt. Also wenn du es hierher schaffst, dann kannst du da ran und dir alles, da ist alles noch drin. Also diese Keller hier sind zumindest nicht ausschließlich mit diesen Waffensafes gefüllt. Was ganz cool ist, gibt so ein bisschen anderes Zeug. Aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Sinnvolles. Ich hätte an sich auch nichts gegen Waffenteile. Wir hatten doch auch schon eine ganze Menge so Waffenbücher und so gefunden, oder? Also ich glaube, wir können schon eine ganze Menge Dinge zusammenbauen. Ja. Finster ist hier oben. Na? So, da wieder hinten raus. Jetzt habe ich vollkommen die Orientierung verloren. Ich bin hier einmal rumgelaufen. Ich glaube, diesen Shop hier, den haben wir auch noch nicht durchsucht. Aber das Auto schon. Ich brauche einen kleinen Stein. Ich muss nämlich meine Axt reparieren, sonst hat sich das endgültig. Ach komm schon. Ein kleiner Stein. Das gibt's doch wohl nicht.
Ne, echt, ne? Liegt hier kein, nicht, liegt nicht ein einziger kleiner Stein rum, den ich bräuchte. Tut mir leid, aber ich bringe genug Steine mit. Das ist gut, das, ich kann nur nicht weiter looten jetzt hier gerade ohne einen kleinen Stein, weil mir meine Axt sonst kaputt geht und ich kann dann auch keine neue herstellen. Weißt du, jetzt finde ich hier Vogelnester irgendwie, die man sonst immer braucht, aber keine kleinen Steine. Ach komm schon, ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Gibt's doch nicht. Also ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt einfach nur nicht sehe oder ob hier wirklich keine sind. Aber es macht mir den Eindruck, als ob hier wirklich keine sind. Was bringt mir der Grindalkohol nochmal, wenn ich den trinke? Muss mal gucken, der bringt dir auch irgendwie so einen Bass. Das ist so ein bisschen wie das Bier. Irgendwie soll auch sehr, sehr gut sein. Okay. Oh, da ein Tier. Naja, wie gesagt, das Problem ist... ein kleiner Stein. Fantastisch. Das Problem ist... Ja, die sind halt sehr, sehr flink. Ja, die sind sehr, sehr flink und... Hitbox ist auch nicht sonderlich toll. Nee, ich weiß jetzt auch nicht so genau, irgendwie, wie man das so in Zukunft irgendwie... Also wir müssen wahrscheinlich auch hier wieder anfangen, irgendwo Dinge anzubauen. Aber wir brauchen ja das Animal Hide. Ja, ich weiß. Naja, also das Einzige, was man da natürlich dann versuchen kann, wäre in großem Stile diese Bären zu töten, denn die laufen wenigstens nicht weg vor allem. Ja, das ist richtig, ja. Und die droppen auf jeden Fall auch Animal Hide. Fünf brauchen die, ne? Fünf Pfeile in den Kopf. Die Bären? War das nicht so? Ja, ich weiß nicht, ich hab das nie so richtig mitgezählt. Bei einen haben wir ja mal erledigt. Ja. Oder mehrere, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wie viele Schläge du genau da austeilen musstest. Was gibt's hier? Hier ist doch das. Doch, da sehe ich doch auch schon wieder ein... Ach nee, ich dachte, das wäre... was anderes. Nee, ist aber bloß eine Box. Ich glaube, es gibt auch keinen Supermarkt oder irgendwie sowas, ne? In dieser Stadt hier, in diesem Dorf. Nee. Das ist ein bisschen schade. Die Dinger sind natürlich auch immer prall gefüllt mit Zeugs. Wie spät ist es denn? 13 Uhr. Ich bin eigentlich noch auf der sicheren Seite. Was noch schön wäre, ist, wenn man zum Beispiel Dinge über das Kontextmenü repariert. Ja. Dass er sie, wenn er fertig ist, wieder an den Platz im Inventar zurückschiebt, wo sie vorher waren. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das hätte was. Sag mal, da du jetzt ohnehin gerade gestorben bist, kann ich mich doch, was das Essen angeht, jetzt erstmal um mich selbst sorgen, ne? Ist das richtig? Ja, du hau dir den Wanst voll. Das ist mir nicht, das ist mir gerade nicht unangenehm, weil ich, bei mir ist so ein bisschen schwierig. Und ich kann natürlich auch eigentlich vor allen Dingen, achso, das kenne ich schon. Ich kann natürlich vor allen Dingen eigentlich auch gebrauchen, was Gutes zu essen, was meine Dingens, wieder erhöht. Minibike for Dumbshits. Ich habe Buch gefunden. Du darfst das Minibike jetzt bauen? Na, zumindest das Minibike-Chassis ist ein neues Rezept. Minibike-Sitz. Mal gucken, ob noch was kommt. Ja, den Lenker. Das hatte jemand weggeschmissen. Ich habe es im Mülleimer gefunden. Oh, jetzt habe ich das Bett mitgenommen. Das wollte ich überhaupt nicht. Und, Antibiotika. Sehr schön. Also ich habe jetzt auch schon zweimal Antibiotika. Da ist die Leiter. Versuchen wir jetzt mal mit so einem Bären anzulegen. Na, wenn du genug Pfeile hast, dann... Naja, Pfeile habe ich. Ich glaube, das ist das Einzige. Und wie gesagt, du kannst den ja so weit rankommen lassen, dass du nicht unbedingt anlegen musst, sondern schießt halt aus der Hüfte. Geht ja hoch. So, hier ist auf jeden Fall erstmal alles durchsucht.
Auto hatte ich auch durchsucht. Hab ihn. Ah, und dann, wie viel weiß ich nicht. Poppt der so? Erstmal Zombies. Na, der wird auch nur einmal dieses High droppen, nehme ich an. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der droppt ein bisschen mehr. Ist ja auch ein großes Siebenmal. Tier. Oh, ich stinke, scheiße. Naja, hast du das Fleisch mitgenommen, aber ist ja, egal. Nimm mal mit, wir brauchen das Fleisch. Wir brauchen das Fleisch. Begehrt das Fleisch, weißt du? Hm. Begehrt die Haut. Das habe ich den Stuhl mitgenommen, das wollte ich überhaupt nicht. So. Also zwei Bären, das ist ja überschaubar. Ja, dann sieh doch mal, weißt du, wenn du eh einmal gerade so gut dabei bist, sieh doch mal zu, dass du vielleicht noch einen zweiten, ne? Und dann haben wir das, Problem erledigt, können wir auch einen Blasebalg herstellen. Ja, dann brauchen wir aber immer noch dieses andere Zeug. Was war das nochmal? Stein. Nee, und nicht dann Smallstone, sondern Stein und, ja, und Lehm. Lehm, richtig. Ja, aber das werden wir doch auch noch irgendwo ausgebuddelt kriegen, oder? Also. So, das ist doch eigentlich auch was durchaus natürlich vorkommt. Was wir dann auf jeden Fall mal gucken können. Möchtest du auch einen Baseballhelm? Hier ist noch ein. Quatsch, ein Footballhelm. Hier ist noch ein Footballhelm. Ja, den nehme ich. Der soll ja Schutz bieten. Der soll ja Schutz bieten, ja. Ich werde aber selbstverständlich natürlich, weil der hier ist relativ gut, das überprüfen und vergleichen, ob der genauso gut ist wie meiner oder ansonsten gebe ich dir den schlechteren, weißt du? Du bist echt ein netter Kollege. Ja, so bin ich. Ja, der ist besser. Nee, du kriegst den guten. Vielleicht schützt der dich auch davon, wenn du mal wieder von irgendeinem Dach fällst. Eben. Gib mir den einfach um meine Knie. Hier ist noch eine richtige... Ich glaube, hier hinter befindet sich dann jetzt tatsächlich so ein Waffensafe. 16.30 Uhr, naja. Sollte mich dann so langsam vielleicht auch... Wie weit habe ich das eigentlich noch? Ah ja, ist nicht so weit. Ne? Das ist gut. So. Hier ist der Waffensafe. Den versuche ich jetzt nicht zu knacken mit meiner dämlichen Steinaxt. Ey, das dauert 100.000 Jahre. Das ist mir zu blöd. Also dafür, dass dann wahrscheinlich irgendwie wieder auch nur irgend so ein scheiß Weapon Part drin ist, was irgendwie dann auch noch von minderer Qualität ist oder so. Wo ist mein... Da ist mein... Hier, komm, das nehme ich noch mit jetzt hier, das Haus. Wenn ich mich gern 8 auf den Heimweg mache, reicht das auch. So. Nix. Ja, sowas wie diese ganzen Kleidungsstücke, die ich jetzt hier immer finde, die scrap ich immer gleich. Dann habe ich, nimmt das nicht so viel Platz im Inventar ein und anziehen brauche ich sowieso nicht. Also so bei Rüstung ist das dann, glaube ich, ein bisschen was anderes. Aber wir haben ja auch schon so eine ganze Menge Rüstungsschematics gefunden. Wir können tatsächlich dann auch mal gucken, was wir uns so an Rüstung noch herstellen können. Ja. Da ist noch ein Repair-Tool, das haben wir auch alles eingebüßt. Das nehme ich mal auch mit. Noch ein Repair-Tool, schreibt nichts. Oh, hier ist noch ein Kühlschrank. Ah, hier ist ja auch immer noch eine Leiter nach oben. Wir müssen dann auch dringend mal sehen, du wirst ja jetzt auch wahrscheinlich, oh Gott, es ist hier so finster, du wirst ja jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Animal Fat mitbringen, dass wir tatsächlich versuchen, Fackeln zu bauen, weil ich diese ganzen Dachboden hier irgendwie von den Häusern kann ich eigentlich gar nicht richtig durchsuchen. Du hast ja jetzt einen Kochtopf. Weil das so dumm ist. Wir haben, richtig, mehrere Kochtöpfe und das geht, also das funktioniert jetzt auch auf jeden Fall, ja. Denim Jeans, besser als die, die ich... So ein Vergleichsdingens wäre auch noch ganz cool. Ich habe überhaupt keine Jeans an. So, bitte ziehen Sie die Jeans an. Sehr schön. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall nochmal ein Sink. Bisschen Müll. So, das können wir auf jeden Fall auch gleich mal scrappen hier. Ich nehme da auch immer nur das Zeug mitzunehmen und hier hinter ist wahrscheinlich auch wieder nur ein Waffensafe. Ist auch die Frage, ob du was... Ich beim letzten Mal auch die Tür zerkloppt. Das ist ein anderer Store. Na, es muss der Store sein, in dem Woodframes im... Ja, ja, nee, in den Türen sind. Das ist ein anderer. Naja, ist dann ganz safe. Oder? Nee, das ist er nicht. Wo ist denn dann unser Store? Na, es ist, glaube ich, hier so, dass von fast jeder Straßenecke, Kreuzung irgendwie so ein Store ist. Du bist hinter mir. Achso, dann komm. Da hinten ist noch ein
einen Bär. Na los dann. I'm on my way. Oh, und jetzt auch haben wir auch noch Zombies. Ja, ich stinke immer noch. Macht ja nichts. Ist für mich jetzt auch nichts Besonderes. Wieso frisst der so viele? Also ich zähle auf jeden Fall. Ich hab alleine schon mehr als 5 auf ihn abgefeuert. Oh, ich bin gehauen. Jetzt haben wir, ja, du bist in den Zombie gelaufen. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Glücklicherweise hat er mich nicht, dankeschön, nicht angesteckt. Du kümmerst dich um den Bären, ich kümmere mich um den. Nehmen wir mal mit, was der hat, weil ich stink ja eh schon. Ja, ja, so, genau. Und dann ich würde jetzt gerne mal nach Hause laufen. Ja, ja, es ist auch 19.30 Uhr, ist auch an der Zeit. So, wir machen jetzt einen flinken Fuß zur Heimatbasis und werden dort ein bisschen unsere Wunden lecken und was essen und was trinken. Und dann schauen wir mal, was in der nächsten Folge so ansteht, was wir alles tun können. Hier ist noch ein Bär, den umgehen wir vielleicht. So viele Pfeile habe ich nämlich nicht mehr. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Thank you.